Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es den zweiten Wochenabschluss im Juli-Budget und es ist wieder viel passiert. Deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt mal an mit den No-Spend-Days. Heute mal wieder nach richtigem System. Und zwar hatte ich am Samstag einen No-Spend-Day. Am Freitag, also Donnerstag war der letzte Wochenabschluss. Freitag habe ich dann nochmal Geld ausgegeben, meine Unikarte aufgeladen. Und so weiter und so fort. Dann am Samstag habe ich kein Geld ausgegeben. Am Sonntag waren wir essen, deswegen habe ich da halt Geld ausgegeben. Am Montag habe ich aber wieder einen No-Spend-Day gehabt. Und das ist halt hier blöd gelaufen. Am Dienstag haben wir einen Einkauf gehabt, weil mein kleiner Bruder Geburtstag hatte. Ich habe ihm eine Torte gebacken und dafür brauchte ich noch ein paar Sachen. Deswegen bin ich da einkaufen gegangen. Sonst hatten wir noch mega viel zu Hause von diesem Einkauf sogar. Und dann am Mittwoch haben wir uns spontan entschieden, Eis essen zu gehen. Und ich finde, das kann man dann auch ruhig mal machen, wenn der Tag gut ist und es halt gut reinpasst. Aber damit ist halt der No-Spend-Day irgendwie ein bisschen ruiniert. Und heute werde ich auch kein Geld ausgeben und habe bis jetzt auch noch kein Geld ausgegeben. Somit habe ich jetzt 3 No-Spend-Days, die ich dazufügen darf. Dann ist mein Handyvertrag auch abgebucht worden. Dann kommen wir direkt mal zu den Tabellen hier unten. Und zwar fangen wir an mit den Lebensmitteln. Hier hatten wir, habe ich, als ich den Kuchen gekauft habe, habe ich das aus Geschenke genommen, weil ich da relativ viel für kaufen musste, auch die Kerzen und ja, eigentlich fast alles. Und ich habe eine große Torte gebacken. Ich habe da aber noch ein paar Sachen auch für uns zu Hause mitgenommen. Für 6 Euro waren das vom Edeka. Das war am 12.07. sodass da in dem Umschlag noch 152 Euro drin sein müssten. Also einen richtigen Wocheneinkauf mussten wir diese Woche gar nicht machen, weil wir noch so viel von letzter Woche übrig hatten. Bei der Drogerie habe ich Gott sei Dank kein Geld mehr ausgegeben und das wird auch hoffentlich bis zum Ende des Monats so bleiben. Bei Dates haben wir ja das Eis geholt, sodass da noch 49 drin waren. Und dann waren wir noch essen. Für 20 Euro haben wir Burger gegessen. Also wir wollten die eigentlich im Restaurant essen, aber wir waren sonntags da und es war mega spät. Und dann konnten wir nicht mehr uns reinsetzen und deswegen haben wir die dann einfach mit nach Hause genommen und haben dann einfach die zu Hause gegessen. Aber das war auch schön. Also müssten da jetzt noch 29 Euro im Umschlag sein. Getankt habe ich auch jetzt und habe 31 Euro bezahlt, sodass dann auch 69 Euro im Umschlag sein müssten. Sonstige Ausgaben hatte ich keine. Dann können wir das jetzt auch schon mal direkt hier drüben übertragen. Erstmal bei geplant kommt ja alles rein, was ich vorher übrig hatte. Bei ausgegeben dann das, was ich ausgegeben habe, also hier 6 Euro, wir tanken 31, hier nichts, bei Dates 23, bei Sonstiges nichts. Dann können wir direkt mal ausrechnen, wie viel ich ausgegeben habe diese Woche. Kleiner Nachtrag dazu, ich habe hier aus Versehen vergessen, dass ich meine Unikarte noch aufgeladen habe und habe das jetzt hier hinzugefügt und habe das dann natürlich hier auch alles wieder verrechnet. Das bedeutet natürlich, dass meine Lebensmittelkosten doch deutlich höher waren diese Woche und ich jetzt durchschnittlich pro Woche noch 56 Euro übrig habe. Aber damit sollte es trotzdem hinkommen, nur dass ihr wisst, dass hier meine Ausgaben auch deutlich höher waren diese Woche, als ich es gedacht hätte, weil ich nämlich die Ausgabe hier ein bisschen vergessen habe. Aber meine Unikarte ist jetzt halt auch noch komplett voll und es wird jetzt, glaube ich, auch diesen Monat noch reichen und danach werde ich die ja nicht mehr aufladen wegen der Semesterferien. Da hoffe ich auf jeden Fall, dass was übrig bleibt, damit ich das am Ende des Monats in die Sinking Funds verteilen kann. Das mache ich ja immer so. Das Geld, was hier übrig bleibt, das packe ich dann in die Sinking Funds. Aber seitdem ich mir hier größere Budgets einplane, fühle ich mich selber irgendwie sicherer und habe auch voll den Ansporn irgendwie, dass da Geld übrig bleibt und komme halt nicht mehr so oft ins Minus. Und dadurch ist es eigentlich ganz gut, dass ich das jetzt so nach diesem System mache. Sonstige Einnahmen hatte ich noch keine. Dann können wir auch schon übergehen zu den Sinking Funds, also die Spartöpfe, wo ich mein Geld für bestimmte Sachen anspare. Da ist bei Geschenke ja was passiert, habe ich ja auch schon gesagt. Mein kleiner Bruder, ich habe ihm einen Kuchen gebacken, ich habe ihm Geld geschenkt noch und eine Karte gekauft. Insgesamt sind es dann, glaube ich, 51 Euro gewesen. Das ist aus meinem Geschenkebudget rausgegangen. Und da müssten jetzt 149 Euro drin sein.
100, 20, 30, 40, 45, 49. Das passt. Bei Freizeit ist auch noch was passiert. Und zwar habe ich mir einmal Pommes geholt. Also so richtig cool aussehende Pommes irgendwie von so einem moderneren Restaurant. Die haben auch mega lecker geschmeckt. Die sind dann so mit so Soßen verziert, sage ich jetzt mal. Also sieht mega schön aus, sodass hier jetzt noch 75 Euro drin sind. Davor waren 80 drin. Also haben die 50 Euro, 5 Euro natürlich gekostet. Das habe ich hier auch reingeschrieben. Genau. Dann können wir auch schon die Spar-Challenges besparen. Die habe ich ja hinten drin bei meinen Spartöpfen. Und da fangen wir an mit dem No-Spend-Tracker. Da habe ich mir ja das Ziel gesetzt, diesen Monat an so wenig Tagen wie möglich Geld auszugeben. Funktioniert jetzt nicht so super. Aber meistens wird es am Ende des Monats ja immer besser. Also bleiben wir mal optimistisch. Ich kann jetzt hier noch 4-mal ausmalen, weil ich diese Woche auch 4-mal Geld ausgegeben habe. Das heißt, ich muss wieder 2 Euro sparen, weil ich ja pro Feld, das ich ausmale, 50 Cent Strafgebühr zahlen muss. Und das Geld nehme ich aus meinem Bankumschlag. Da hatte ich ja am Anfang des Monats ein bisschen Geld schon drin, weil ich zu viel fürs Cash-Stuffing abgehoben habe und noch ein paar Münzen zu Hause gehabt habe. Die sind dann da drin und wenn ich zum Beispiel online was kaufe oder zum Beispiel jetzt mein Sushi, habe ich ja online bestellt und dann packe ich das Bargeld immer hier rein. So, dann sind hier auch schon 38,50 Euro drin. Dann kommen wir zur 52-Wochen-Challenge und da kommen diese Woche 20 Euro dazu. Das bedeutet, dass mein Freund jetzt 10 Euro dazu packt und aus meinem Bankumschlag kommen natürlich 10 Euro dazu. 650 Euro haben wir dann schon in dem Umschlag. 100, 200, 300, 450, 500, 50, 600, 20, 30, 40, 50. Sehr gut. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal in einem asiatischen Land im Urlaub wart und wenn ja, in welchem und wie euch das gefallen hat, weil ich war schon einmal in Thailand und mein Freund und ich wollen ja unbedingt nach Indonesien, also so Bali die Ecke und da dann wahrscheinlich so um die 3 bis 4 Wochen bleiben, aber erst nächstes Jahr und dafür sparen wir jetzt halt unter anderem auch hier drin. Und halt auch im Urlaubs-Thinking Fund wird dann noch einiges angespart. Genau, und da freue ich mich natürlich über eure Erfahrungen. Dann trage ich ja immer hier hinten noch ein, wie viel ich reingepackt habe. Also ich habe hier bei der monatlichen Spar-Challenge 2 Euro gespart und bei der ist mein Anteil ja 10 Euro. Ich rechne ja immer nur meinen Anteil, weil ich das ja vom Gehalt dann später abziehen muss. Und ja, das war's dann jetzt auch schon von meinem Wochenabschluss. Ich habe ja diesen Monat Prüfungsphase, also Ende des Monats bin ich dann fertig für dieses Semester und muss auch Gott sei Dank keine Hausarbeiten in den Semesterferien schreiben, da ich die jetzt schon vorher geschrieben habe. Und dann wird auf jeden Fall einiges Neues kommen in meinen Semesterferien. Ich habe mir nämlich schon eine lange Liste gemacht, was für Videos ich produzieren möchte. Und falls ihr da noch Wünsche oder Ideen habt, die dann im August, September online kommen könnten, dann schreibt mir das auch sehr gerne unten in die Kommentare, denn ich möchte da natürlich auch gerne eure Wünsche mit einbeziehen. Und dann vielen Dank, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Und ich wünsche euch ein super schönes Wochenende. Bis dann!